geht's los Richtung St. Petersburg zur russischen Beatbox-Meisterschaft. Ben ist am Stissel, wir sitzen am Pondo-Ausgang. Bülow hat eine ganze Reihe für sich. Und der nächste Block geht am Flughafen. Zeige ich mal, wie der Flughafen in St. Petersburg aussieht. Okay, wir sind jetzt hier in St. Petersburg eingegangen, haben die anderen Jungs schon getroffen jetzt. Jetzt warten wir noch auf Bülow, der ist zum ATM gegangen. Und dann geht's weiter. Achso, wir suchen noch ein goldenes Feuer. Ach ja, genau, Kevin, der ist bei der Polizei, der hat irgendwie sein goldenes Feuer verloren. Und hier ist der Rundumblick mal zum St. Petersburger Flughafen. Ja. Wir bauen jetzt gerade auf. Ben kräftig am Schuften, Alter. Da oben ist. Wo ist. Ach, da oben ist Bülow. Da quatscht er schon wieder. So, wir machen hier. Die Location ist einfach nur krass. Die ist ganz neu, alles neu gemacht. Und ja, heftig. Das ist ein Jugendzentrum. Ja. Das ist krasser als manche Location hier bei uns. Guck ich mal das an. Aber ist so krass. Und hier mit Leinwand hinten. Mit Logenplätzen, Alter. Das ist ein Jugendzentrum, gesponsert vom Staat. Ja, da kann sich Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden, was hier so für Jugendliche getan wird. Ja. Okay, Alter, wir sind jetzt hier unterwegs in St. Petersburg. Wir filmen hier das Haus. Ben, sag mal was zu der Crowd in Germany, Alter. Krass, Alter, ey, 20 Stock. Ist das geil, Alter? How you can eat, Alter. Da, hier, guck mal, hier ist mein Freund Bülow. Guck mal, Bülow. Wir sind hier gerade bei The Kitchen. Das ist ein Nobel-Restaurant hier mitten in St. Petersburg. Ihr müsst euch vorstellen, St. Petersburg ist jetzt nicht gerade eine arme Stadt. Mitten im Norden, nordwestlich, sagen wir mal, von Russland. Und Kevin, unser lieber Freund, wird gleich seine schwarze American Express Karte rausholen, unlimited, und einfach mal die Karte rauf runter bestellen. Ich habe mein eigenes Geld, darum geht's nicht. Darum geht's auch gar nicht, wissen wir doch. Aber das Lustige ist einfach nur, Kevin macht es als Joke. Ey, guck mal, dieses Haus an, das ist doch surreal, oder? 20 Stockwerke, Fuck. Alter, und das ist ein ganz normales Wohnhaus. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, wir sind hier mitten in St. Petersburg, in der Innenstadt. Hier ist eine der teuersten Städte der Welt und es sieht teilweise Ghetto aus, teilweise richtig luxuriös. Hier ist irgendwie Gucci, Armani, bla bla bla, die ganzen Nobel-Stores neben Tante-Emma-Laden und Peter Mayer. Genau, das finde ich und so geil, Alter. Wodka. Aber ey, ganz ehrlich, das Haus finde ich richtig geil, Alter. Ich mach das Haus auf. Jetzt gerade Soundcheck, wir stellen gerade die Kameras ein. Ja, so läuft's. Crazy, wir sind jetzt eingeladen hier ins 7-Sterne-Hotel von den Veranstaltern. Ja, also das ist wirklich Prunk, sag ich euch, Alter. Das ist wirklich was Heftiges. Das hat man noch nicht gesehen.
Und wirklich nice. Wir werden jetzt auf ein Gängemenü eingeladen. 7 Sterne. Es gibt nur 3 in der Welt, die 7 Sterne haben. Ja? Das ist eins von den 3 in der Welt. Da sind wir jetzt eingeladen. Lied, guckt euch mal den Hintergrund hier an. Ja, wir sind in 7-Sterne-Restaurant, es gibt nur 3 in der Welt und wir sind jetzt in einem davon. Bülow, was hast du hier wieder gemacht, Alter? Na, das hat ja ein Beatbox-Video gemacht, haben gearbeitet vernünftig und als Dank werden wir mal anständig belohnt. Benni, komm mal rein ins Bild hier. Also, das älteste Gebäude in St. Petersburg hier. Als älteste sogar? Nice. Okay, jetzt gehen wir mal zwischen den Gängen einfach mal kurz schwimmen. Ja, but the good thing ja, so läuft es hier im 7-Sterne-Restaurant hier rein. Hier ist Kevin, my friend. Kevin, hier. Say hello to the camera, to the people. Hello, Kevin. Hey. Yeah, now we go swimming. Listen. Ja, guck mal, hier das Fitnessstudio hier. Fitness. Und wir springen gleich alle zusammen nackt in den Pool. Ja, da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Da habe ich schon den Pegel erreicht. Und jetzt kriegen wir irgendwas eine Badehose. Ich habe auch keine ausgesucht. Ich nehme die, glaube ich, von Gucci. Du nimmst das da, den gelben Bikini. Ich nehme von Gucci, ja, auch so was zu sagen. Ich nehme Gucci. Wir sind zwischen unseren Gängen hier mal kurz schwimmen gegangen. Oh, so, jetzt schöne Sauna, richtig. Sauna waren wir, genau. Hotel in St. Petersburg. Aufguss haben wir gemacht. Ja, und jetzt sind wir, jetzt gehen wir. Ja, genau. Kevin hat das Champagnerglas mitten vom Pool einfach fallen lassen. Ja, wie ein Glasscherben. Er hat sich die Fresse aufgeschlagen, Alter. Hier läuft doch alles ab auf jeden Fall. Und jetzt geht's wieder zurück, Alter, ins Restaurant. Ein bisschen höher filmen, damit da Ben drauf ist. Ich esse nur noch Kaviar heute. How is it? How is it? How is it? So, jetzt geht's zurück zum Essen einfach. Oh, it's the paradise where we are. Here is again Benjamin. Yeah. Yeah, look at Bülow. Bülow make a show here. Here, come on. Look at his lamp. Look at his lamp. How is he? Hier rumgeführt aus dem 18. Jahrhundert im Zimmer der Zaren, ja. So nice, man. Really, this is... It's like a museum here, yes? It's from the 18th century. Nice. So crazy, wir sind hier in den 18. Jahrhundert-Raum, Alter, von den Zaren, Alter. Hier haben die Zaren, die Romanows haben hier residiert, ja. Und hier chillen wir einfach mal so ganz schnell, ja. Geht voll easy klar, Alter. Guckt euch mal die guckt euch das alles an hier, Alter. Guckt euch das an. Ja. Das dauert in einem Jahr, um zu schwitzen. Das machst du nicht einfach mal so in einer Woche. Das ist richtig, das ist jetzt richtig real shit. Ich glaube, das Bernsteinzimmer ist doch in diesem Haus. Ich werde dir die zeigen, was es gleich. Ich werde dir sehen, das ist das Bernsteinzimmer. Hier essen wir jetzt. Jetzt hier wird gleich unser Bob Strong noch. Wird gleich der Bob Strong noch hier serviert, Alter. Rutsch! So, hier ist unsere Tafel. Da ist unser Freund Bülow, unser Gastgeber und Ben. Ben am Hungrigär. I was about to go like, oh my god, I'm gonna go to Vienna. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall aus unserem 7-Sterne-Restaurant abgezischt. Jetzt fahren wir gerade mit unserem 7-Sterne-Bus. Here's a party. We have to stop here. 8,000 euros. 8,000.
too. Elias. No other than me. Crazy in the city, so you can't.